Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video, wieder aus Wild City. Wir sind derzeit wirklich ja, fest am Bauen und ich muss sagen, was machen wir an so einem schönen Tag, wo wir leider nicht in Richtung Frankreich oder Florida oder sonst irgendwas fahren können. Richtig, wir machen uns Wild City, die wollte schon sagen, die Welt, aber wir machen uns auf jeden Fall Wild City so, dass wir uns wohlfühlen und es uns gefällt. Und natürlich, um mir zu gefallen, ihr wisst es, ist es auch wichtig, dass irgendwas mit Disney vorkommt. Und da habe ich jetzt mehr oder weniger, ja, hatte ich die Befugnis dazu, habe ich mir ein Stockwerk geschnappt. Und Christoph hat es eh letztens schon entdeckt. Da hatte ich schon ein bisschen angefangen, jetzt habe ich noch ein bisschen weitergebaut. Haben wir einen Disney Store eingerichtet, weil ich mir dachte, klar, Wild City braucht unbedingt einen Disney Store und den haben wir jetzt. Und ich sag's euch, es wird grandios. Er ist noch nicht fertig, aber wir sind gut dabei. Und wo ich dann auch noch hinkommen werde, ich schau mal, wo das genau ist, da hinten da, da steht ja unser Disney-Schloss und da habe ich endlich eine Idee, was wir machen könnten in Richtung Pflasterung von dem, ja, von dem Vorplatz. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich es umsetzen soll. Christoph hat eine Idee, ich habe eine Idee und ich habe gesagt, bevor ich jetzt anfange und das mache, weil es ist sehr, sehr schlecht zum Erreichen. Ich habe letztens wieder diesen Kran umgestoßen und vom Bauernhof gar nicht zu sprechen, was man hinten da alles umgestoßen hat. Also, ich habe gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir das auf jeden Fall so machen, dass das dann fix bleibt und nicht ich das dann alles wieder abreißen muss. Genau. Hallo wenn Freunde, man, wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Wenn man von der Sonne spricht, was ist dann los? Ist sie auch schon da. Genau. Ist aber gar nicht schlecht, Christoph, denn dann kannst du mir da ein bisschen helfen beim Filmen, denn es ist eh nicht so leicht, hier das ja, Stockwerk abzunehmen, ohne dass ich alles abreiße. Und das wäre natürlich nicht so ideal. Sehr gerne. Meine Damen und Herren, Sie sehen heute Rita in Aktion bei ihrem Disney-Shop. Ja. Ja. Nur kurze Info, Christoph hat sich dran gemacht, dass er noch die letzten Lücken füllt und noch irgendwas fertig aufbaut. Da habe ich jetzt nicht so viel Interesse daran gehabt. Meinst du beim Wolkenkratzer? Genau. Ja. Das ist noch nicht fertig, aber kommt bald. Aber es waren eben die Stockwerke schon so bereit, dass man sie bauen kann, bebauen kann. Und ich hoffe, es passiert jetzt nichts. Aha. Alles kein gut. Kein Problem. Alles bestens, alles bestens. Ja, das ist genau. Auch noch ein bisschen wackelig aufeinander. Das muss noch fest drauf gedrückt werden. Habe ich noch nicht alles gemacht, weil ja, wie gesagt, noch Teile fehlen und weil ich noch herumgetan habe. Aber ihr seht hier Ritas erste Kreation, die sie ohne meine Erlaubnis gemacht hat. Richtig. Genau. Ich habe jetzt mal, um außen zu starten, denn ein paar von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, dass das natürlich schade ist, dass einerseits hier die Fenster so abgerundet sind und auch die unteren Teile hier so abgerundet sind, so schön, und dann aber die Baseplate eckig ist. Mhm. Ist mir auch aufgefallen. Ich hätte es ja gerne gehabt, ja, dass es auch abgerundet ist, aber ich habe mir jetzt gedacht, wenn wir außen hier so eine Verzierung dran machen und das dann aussieht wie so ein modernes Bauwerk, dann könnte das auch recht lässig ausschauen. Mhm. Ich wollte eigentlich diese verschnörkelten Dekorationsteile haben, die es in Gold gibt bei dieser Cinderella-Kutsche. Mhm. Haben wir erstens nicht, zweitens mal, Christoph war dezent dagegen, weil er meinte, das sticht nachher so raus im Gegensatz zu allen anderen Stockwerken. Aber ich habe mir gedacht, das ist auch das Disney-Stockwerk. Aber egal. Ja. Jetzt habe ich mal einfach nur goldene Dosen übereinander gestapelt. Darf ich dazu auch was sagen? Ich sehe es vollkommen ein. Ich habe sogar schon auch bei Bricklink geschaut. Diese runden 4x4er Plates würde es sogar in Dark Tan geben. Das ist ja eine Farbe, wo es nicht alle Steine gibt. Die würde es geben, nur fände ich es sehr schade. Wir haben ja das gesamte Haus jetzt mit diesen großen 16x16er und auch 8x16er Plates gebaut und da müsste ich fast alle Stockwerke jetzt wieder umbauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache. Stabil so. Und es ist so einfach ultimativ stabil. Ich habe mir jetzt gedacht,
gedacht, ob wir es hoppala so machen, wie Rita gesagt hat, oder es gäbe auch noch die Möglichkeit, diese 2x2 runden Bricks, also solche hier, hier drauf zu machen. Das würde auch ganz nett aussehen. Und diese Sache mit den geschwungenen Bricks, oben, wo diese Schnecke ist, das müssen wir uns ansehen, das weiß ich noch nicht. Aber irgendwas werden wir uns sicher einfallen lassen und ich denke, dass das dann trotzdem ganz gut aussehen wird. Was aber können Sie uns jetzt denn hier präsentieren? Das ist vorerst mal der Wild City Disney Store. Sie kommen hier herein. Beim noch nicht existenten Fahrstuhl. Genau. Kommen Sie hier herein. Entschuldigung, soll ich es etwas weiter runtergeben? Es ist so mit dem Licht ganz gut. Also Sie kommen hier herein. Übrigens, es gibt keine Kasse hier, habe ich mir gedacht. Ich wollte das eigentlich so machen, weil es sollen ja mehrere Geschäfte reinkommen und dann gibt es dann eine Gesamtkasse, damit wir da keinen Platz verschwenden. Genau. Also Sie kommen hier rein und Sie sehen schon, es gibt verschiedene Kostüme, die Sie sich kaufen können. Endlich können auch erwachsene Disney-Prinzessinnen werden in den besten Kostümen überhaupt. Ich glaube, sie sind ziemlich teuer, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also Sie haben hier die verschiedenen Schaufensterpuppen stehen, wie zum Beispiel, nach kurzer Unterbrechung starten wir wieder. Das war der Übeltäter. Also, hier sind verschiedene Schaufensterpuppen. Ich habe einerseits hier Vaiana, ein Kostüm von Vaiana ausgestellt. Dann haben wir auch noch andere, wie zum Beispiel Rapunzel, die Elsa natürlich. Wir haben Raya hier hinten, auch wieder die Elsa, die Krönungs-Elsa mit ihrem langen, ihr wisst, was ich meine, genau. Mit dieser Schleppe oder wie ist denn Ah ja, genau. Oder Umhang. Ja. Dann haben wir das. Das ist auch von Cinderella. Das ist die gute Fee von Cinderella gewesen. Dann haben wir hier Anna. Und hier hinten haben wir Cinderella. Genau. Die sind natürlich noch nicht fix platziert. Die sollen auch nicht einfach nur so am Boden stehen, sondern sie sollen eben solche Podeste alle bekommen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt quasi, außer bei diesen zwei speziellen, die quasi meine super teuren Outfits sind, ob ich bei den anderen dann immer die gleichen Podeste wähle oder wie ich das mache, das weiß ich leider noch nicht. Mhm. Aber das werde ich noch herausfinden lassen. Und ja, was auch noch interessant ist, dass ich nicht nur Kostüme habe, sondern auch quasi Accessoires, die dazu passen. Und da möchte ich noch ein paar von diesen Tischen hier machen. Die verdecken mir nämlich dann nicht quasi die Aussicht, weil sie so niedrig sind. Und man kann dann hier super diese Accessoires präsentieren. Die sollen dann auch noch in so in diese Zwicker-Ständer-Ding reinkommen. Diesen 1x1 Clip-Teilen. Genau. Sollte das präsentiert werden. Ich möchte auch noch einen Zauberstab, ihr wisst es, mit dem Stern vorne zum Beispiel, ausstellen, den man dann natürlich auch kaufen kann zum Outfit. Was wir auch noch haben, wir haben hier zwei Kuscheltiere noch, die auch zum Verkauf sind. Ihr wisst, das ist das übrig gebliebene Teil vom Disney Frozen Castle. Und hier, der war auch dabei, das ist der, wie heißt der, Lucifer. Mhm. Genau. Der ist auch zum Kauf. Falls ihr euch übrigens fragt, woher ich diese ganzen Special-Teile habe, ich habe hier unten dann noch die restlichen. Auch diese hier sind die meisten, wie auch zum Beispiel hier dieser Glasschuh, von einem Set, das wir zur Hochzeit bekommen haben. Also auch schon eine Zeit her. Da haben wir so eine Art Mini-Schloss bekommen. Und das war, glaube ich, mit Cinderella drinnen. Liebe Frauen, es tut mir leid, dass ihr enttäuscht seid. Ihr dürft euch aber trotzdem gerne melden. Warum? Wenn ihr den Glasslipper nicht bekommt? Nein, weil du von unserer Hochzeit gesprochen hast. Manchmal check nicht, weil ich die Witze haben wahrscheinlich die Zuseher auch nicht verstanden. Was ich aber noch im Ernst sagen muss, ist, dass du, ich finde, du hast das gut gemacht, weil wir haben gesprochen darüber, einerseits, dass ja das Hochhaus sehr viele Glasfronten hat, was ich sehr gut finde, denn dann sieht man besser rein, besser zum Beispiel als in unser großes Einkaufszentrum, wo ja viel verdeckt wird. Hier sieht man dann gut rein. Wir haben zuerst überlegt, ob wir nicht einen Teil der Fenster weggeben, damit wir dann eben Regale, Schränke und so weiter an die, hier müssen wir noch was machen, weil das ist die Umkleidekabine. Das ist ein bisschen unpassend. Aber zum Beispiel, wie du es hier gemacht hast mit diesem, ja,
doch sehr königlichen, prinzessinnenhaften Bogen hier. Das finde ich total cool und ich würde sogar sagen, ob du nicht vielleicht den nochmal oder vielleicht sogar zweimal noch reproduzierst, ob man den nicht vielleicht noch da oder dort nochmal bauen kann, denn dann würde das noch cooler aussehen, finde ich. Übrigens, falls ihr euch fragt, woher ich bei der Umkleidekabine den Vorhang habe. Das ist ein Ohr von diesem Set. Ja, kann man sehr gut nutzen. Ja, also wir haben schon gesagt, wir freuen uns drauf, dass wir jetzt beim Einkaufszentrum endlich wieder massenhaft Teile verwenden können, für die wir sonst in der Stadt wenig Verwendung haben. Ich freue mich auch schon auf meinen Star Wars Store. Da werden auch Builds und Teile aus dem 2021er Adventkalender vorkommen. Ich wollte den zuerst zerlegen. Jetzt wird er... Okay. Warum darf ich nichts erzählen, oder was? Reden wir gleich. Du darfst, aber nur dann bewegen wir uns auch gleich. Okay. Zeig. Na, ich wollte nur sagen, dass ich da für den Star Wars Store sicher einige Kleinigkeiten aus dem, übrigens cooler Hubschrauber hier, ist noch nicht aufgehängt, aber kommt vielleicht noch. Achtung, nicht fallen. Für vom Adventkalender. Ich habe mir auch gedacht, wenn Rita, die hat mal von einem Harry Potter Store gesprochen, da sind ja auch jede Menge coole kleine Aufbauten, die liegen sogar zum Teil noch hier rum. Die können wir dann sicher auch für dieses Geschäft verwenden, hier lauter so Bücherregale, ja, Kamin vielleicht eher weniger, aber so lauter Kleinigkeiten, die würden passen. Und auch das hier aus dem Polybag. Ja. Das wäre sicher. So, bitteschön, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Ich habe euch ja zuerst schon versprochen, noch einen kurzen, eine kurze Sache an euch. Ui, das spiegelt sehr. Aber so geht's, glaube ich. Wir sind jetzt wieder vom Disney-Schloss. Wie gesagt, alles Disney dieses Mal. Und ich habe mir jetzt, ich schaue mal, ob ich zoomen auch kann. Okay. Ich habe ja geplant, dass ich da einen schönen Platz mache. Und da wollte ich natürlich irgendwie die Mickey Maus auch noch verewigen. Die hätte ich jetzt auch schon relativ gut platziert, so weit, da komme ich leider mit dem Zoom nicht ran. Die hätte ich jetzt auch schon gut platziert. Ihr seht das mit den Teilen, mit teilweise Fliesen und so einer runden Plate. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir rundherum? Christophs Vorschlag war, dass quasi der gesamte Bereich hier, wie auch schon Teile vom Vergnügungspark, hier in Dark Tan komplett einmal gefliest wird und auf die Dark Tan Platten, das heißt teilweise Jumper Plates und teilweise Fliesen, auf die kommt dann ein Muster. Denn ich hätte gern irgendwie so Punkte. Ihr erinnert euch noch, bei uns im Einkaufszentrum ganz unten, da war ja so ein Boden mit so verschiedenen Punkten und das hätte ich irgendwie gern auch hier so gemacht, aber die Frage ist eben wie. Und wenn ich das mit den Punkten mache, dann sieht man natürlich ein bisschen den Boden durch und das ist genau eben die Frage, soll ich dann quasi alles fließen, was die mega Arbeit ist und die mega Kosten natürlich auch verursacht, oder ich hätte ja den Vorschlag gehabt, dass ich quasi diese grüne Platte hier, auf jeden Fall diese und wahrscheinlich auch diese hier unten, durch graue ersetze. Und dann ist quasi der Übergang von der Winkelgasse mit diesen ganzen Punkten, die mündet dann in, ja, den Platz da oben irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich die verschiedenen Punkte, aber sie quasi noch die grauen Baseplates durch, wie es ja auch hier der Fall ist. Ihr seht es, auch natürlich in der Winkelgasse sieht man noch die Baseplate durch, was ich aber finde, stört hier überhaupt nicht. Also soll es so ähnlich wie die Winkelgasse werden, mit Baseplate und man sieht drauf durch, also dass ich das hier austausche, oder ist es doch besser, wenn ich das alles hier fließe und dann erst das Muster draufsetze? Ich bin mir noch unschlüssig. Ich warte jetzt mal eure Kommentare ab. Je nachdem werde ich dann auch mal schauen, welche Teile wir zur Verfügung haben oder ob wir noch welche bestellen müssen. Und ja, dann werden wir sehen, wie das da weitergeht. Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Idee, dann bitte natürlich auch in die Kommentare. Dann bin ich schon gespannt, was da draus werden wird. Genau. So, jetzt noch ein kurzer Schwenk. Ihr seht, Christoph steht wieder da hinten und ist schon wieder wahrscheinlich am Überlegen, welche nächste
welche nächsten Projekte er ansteuert. Wir können gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesem Platz haltet. Von hier oben sieht man den nochmal recht gut. Was man da am besten macht. Wenn ihr auch Ideen für den Disney Store habt, dann natürlich auch bitte sehr in die Kommentare. Und dann lesen wir uns und sehen wir uns ja hoffentlich ganz bald wieder mit neuen Disney Updates. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.